Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. Heute geht es um die Erfahrungen von Verbänden und wir kriegen auch einen kleinen Einblick aus der Immobilienbranche in dem Schwerpunkt Infrastruktur. Dazu sitze ich natürlich heute nicht alleine hier, sondern habe mir einen Experten eingeladen. Er ist nicht nur Mitglied des Vorstands vom BIM-Cluster Baden-Württemberg, sondern auch Leiter im Bereich BIM@Infrastruktur bei Dresden Sommer und Teil des standortübergreifenden Kompetenzteams BIM Solutions, Markus Eiberger. Hallo Markus. Hallo Beate, danke für die Einladung zu deinem Report. Ja Markus, fangen wir doch einfach an mal mit einer ersten Frage. Was war denn deine Herausforderung des Tages? Heute war vielleicht das Highlight schlechthin, in eine Besprechung reinzugehen, wo es um das Thema BIM natürlich ging. Und der Teilnehmerkreis musste sich von jetzt auf gleich auf einen skandinavischen Softwareentwickler umstellen. Das heißt, wir mussten alle auf Englisch unsere Fragen stellen und unsere Inhalte erörtern. Und es war bestimmt heute für mich so das Highlight, so anderthalb Stunden mit dem skandinavischen Entwickler auf Englisch das Thema BIM und was wir in dem Forschungsprojekt machen, erläutern. Okay, das hört sich ja schon mal ziemlich international an und auch interdisziplinär, was man jetzt raushört. Man hat Softwareentwickler mit dabei und dann seitens Dresden Sommer mit involviert. Jetzt wollen wir aber trotzdem noch mal einen Step zurückgehen. Was hast du denn eigentlich studiert und wo waren so deine drei beruflichen Steps zu dem Weg, wo du jetzt bist? Meine drei beruflichen Steps, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich ein Handwerk gelernt, bin von der Thematik des Zeichnens, also eigentlich mit dem Reißbrett groß geworden und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meinen Bachelor im Bereich Infrastrukturmanagement gemacht und meinen Master im internationalen Projektmanagement in Stuttgart dann absolviert, in welchem BIM natürlich schon aus dem angelsächsischen Bereich ein Teil davon war und dann der richtige Berufseinstieg als Ingenieur war dann bei Dresden Sommer im Großprojekt Stuttgart 21. Ja, und da war es natürlich schon in dem Moment so, dass viele Informationen, die in so einem Großprojekt zusammengeführt werden müssen, sehr konsistent und qualitätsgesichert sein müssen. Und da waren schon die ersten Berührungspunkte einfach mit größeren Programmen, Programmmanagement dann schon da. Wir hatten da vielleicht auch unbewusst schon einen Teil von dem gemacht, was 5, 6 Jahre später dann in der Branche als BIM irgendwie aufgenommen worden ist. Natürlich noch nicht modellgestützt, aber im Grunde genommen war es da schon der erste Punkt, dass wir mit Informationen gearbeitet haben, diese Informationen dann halt qualitätsgesichert haben, verschnitten haben, Reports gezogen haben. Die Grundaussage halt vom Projektmanagement immer in die Zukunft gerichtet, eine prädiktive Aussage versucht haben zu treffen, wohin sich diese Zahlen entwickeln werden. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und das würde ich als meine drei Grundsteps dem Thema BIM, das dann so ab 2014, 2015 dann bei mir persönlich im beruflichen Umfeld dann aufgeschlagen ist. Jetzt bist du ja bei Dresden Sommer im Bereich Infrastruktur. Wie kam es denn dazu? Ja, also die Entwicklung bei Dresden Sommer war schon immer so geprägt, dass man Themen, die man bei uns in der Firma treiben möchte, auch treiben kann. Die ersten Schritte hin zu BIM wurde dann auch von einem Kollegen mehr oder weniger initiiert, der dann zum Kunden gegangen ist und gesagt hat, Mensch, das ist doch ein Thema, das würde gut zu euch passen. Ihr habt viele Standardprojekte und im Zuge dieser Standardprojekte habt ihr immer wieder das gleiche Umfeld zu tätigen. Hier mit der Methodik BIM wäre doch ein sehr, sehr großer Standardisierungsgrad da. Und der Kunde ist darauf eingestiegen und wir hatten dann 2014 mit dem ersten BIM-Pilotprojekt bei der Deutschen Bahn am Flughafen Stuttgart begonnen
Und die ersten Schritte meinerseits waren dann mit dem Vermessungsteam und mit dem Softwarehersteller und Modellierer diese Bestandsanlage aufzunehmen. Und jetzt 7 Jahre später kann man sagen, hat sich an dem Vorgehen eigentlich nichts groß geändert, ne, dass das eine Grundlage ist vom Projekt, da wir bei der Infrastruktur von ungefähr 80% unserer Projekte von Bestandsprojekten ausgehen müssen, ist die digitale Erfassung von Infrastrukturprojekten einfach einer der Schlüsselschritte am Anfang von einem BIM-Projekt. Ganz interessant, jetzt hast du ja das Jahr 2014 genannt. Im Jahr 2015 veröffentlicht das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den Stufenplan Digitales Planen und Bauen, um eben diese schrittweise Einführung von BIM flächendeckend zu erlangen. Ab dem Jahr 2020 wurde es verpflichtend. Jetzt sind wir im Jahr 2021, also hat sich da was getan? Hast du da eine Veränderung festgestellt? Wenn ja, welche? Und wo haben wir noch große Herausforderungen? Ja, es liest sich ähnlich, zufälligerweise wahrscheinlich, ein bisschen wie meine berufliche Entwicklung. Einmal Stuttgart 21, dann Stufenplan, Reformkommission. Das alles nochmal kurz aufzugreifen. Stuttgart 21, die Elbphilharmonie und Berliner Flughafen, die waren ja mehr oder weniger die Initialzündung für das BMVI, zu sagen, wir müssen schauen, warum unsere Großprojekte nicht unbedingt im Sinne dessen, wie wir sie vorhaben, abgewickelt werden. Und aus dieser Reformkommission ist ja dann der 10-Punkte-Plan entstanden. Und der 10. Punkt, für die Zuhörer, die es wahrscheinlich schon wissen, war ja dann das Thema Building Information Modeling. Dann ist daraufhin der Stufenplan skizziert worden, der mit dem 15.12. letzten Jahres, das hast du richtig gesagt, dann in Kraft getreten ist für alle bundesmittelgeförderten Projekte. Also einen bindenden Charakter hat. Und deine Frage zu beantworten, was hat sich seitdem getan? Ich denke, wenn ich in das Netzwerk von Cluster schaue oder auch in unsere Firma reinschaue oder auch einfach mich mit Experten darüber austausche, dann hat sich unglaublich viel getan und teilweise unglaublich wenig getan. Positiv ist auf jeden Fall, und das ist, denke ich, ein Fakt, dass BIM in der Branche komplett angekommen ist. Von dem kleinen Zwei-Mann-Architekturbüro bis zu den großen Baufirmen, die global agieren, hat sich unglaublich viel Interesse entwickelt. Das Thema Ausbildung, Weiterbildung, technisches Umfeld, Digitalisierung im Ganzen, wie ist das Unternehmen digitalisiert, wurde durch diesen Impuls bei den meisten, ich würde mal sagen, zu 90% angestoßen. Interessanterweise, ich denke mal, ein Umstand, das man vielleicht 2015 noch gar nicht so gesehen hat, ist, dass sich viele Hersteller auf den Markt auf einmal umgesehen haben und erkannt haben, wir können durch unsere eigene Tätigkeit der Produktherstellung mit einem Service auf einmal ganz andere Bereiche angehen. Das heißt, der Markt hat sich durch diesen Impuls auch sehr stark verändert hinsichtlich den Kernleistungen, dass Unternehmen erkannt haben, wir haben unglaubliches Wissen eigentlich zu dem Bereich da. Das liegt jetzt vielleicht noch brach oder es ist noch nicht so gefördert. Und da, finde ich, sind ganz spannende Lösungen auf den Markt gekommen, ohne da jetzt jemanden besonders herauszustellen. Aber wenn man in den Cluster sieht, wie sich Peri als Schalungshersteller auf einmal neu aufstellt oder Hilti, jemand, der vielleicht vor 5, 6 Jahren mit dem Thema digitales Modell noch nicht so viel anfangen kann, auf einmal ein ganz anderes Geschäftsmodell entwickelt. Und klar muss man auch sagen, denke ich mal, hat sich die letzten 3, 4 Jahre aus dem Impuls der BIM-Implementierung ein sehr, sehr großes Spektrum an Beratungsleistungen hervorgetan, um einfach diesen Wissensdurst, der da ist in der Branche, weiter zu verbreiten. Es wurden sehr, sehr gute Forschungsaufträge hinausgegeben in den Markt und das hat auch allgemein zu einer anderen Konstellation bei diesen Aufträgen geführt. Das heißt, auf einmal habe ich nicht mehr meine typische Trennung oder was heißt typische Trennung, meine typische Beauftragungstrennung zwischen Planungsteam, Auftraggeberteam und ausführendes Team, sondern genau diese Parteien treffen sich jetzt auf einmal gemeinsam
in einem Forschungsprojekt oder man erkennt schon am Anfang vom Projekt, es wird hier nicht nur bestellt und empfangen, sondern man muss aktiv in eine kollaborative Arbeitsweise kommen, man muss andere Kommunikationswege finden, weil das Thema bei so vielen einfach noch nicht auf ganz, ganz trockenen Tüchern liegt, sondern dass da einfach ein Geben und Nehmen viel, viel mehr verbreiteter ist, wie jetzt vielleicht vor noch 8, 9 Jahren. Und es wird von den meisten auch total positiv aufgefasst. Vor allem von den jungen Mitarbeitern, muss man sagen, ist das ein sehr, sehr guter Einstieg. Jetzt hast du ja gerade eben auch schon den Cluster erwähnt. Du bist ja neben deiner beruflichen Laufbahn Vorstand im Cluster Baden-Württemberg. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt tolle Einzelentwicklungen, aber ist denn auch in dem Cluster eine Veränderung zu merken? Ja, das ist natürlich, das heften wir uns immer ganz gerne ans Revier. Der baden-württembergische Cluster hat sich damals initial aus Forschungsinstitut, der Architekturkammer und großen Bauunternehmen und auch wir als Beratungsunternehmen heraus gegründet. Auch die Verbände, die VDI war schon dabei. Mittlerweile sind wir bei über 60 Mitgliedern. Und wir waren der erste Cluster in Deutschland und aktuell gibt es in jedem Bundesland mindestens ein Cluster, der sich frei von jeglichen Zwängen austauscht. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, finde ich, genau in dem Punkt, dass die ehemaligen Kontrahenten, würde ich jetzt mal sagen, auf der Baubranche sich viel, viel früher in einer anderen Art und Weise austauschen, wie verschiedene Lösungen zustande kommen können und wie einzelne Unternehmenslösungen vielleicht auch bei einem anderen Partner im Netzwerk dann einfach mal vorgestellt und diskutiert werden können. Es ist ja jetzt auch so, dass der BIM-Cluster Baden-Württemberg der erste war, aber welche Kooperation habt ihr denn auch unter den Clustern? Kann man das so sagen? Also du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass ihr im Austausch seid, aber die Mitglieder, sind die auch im Austausch? Also es gibt jährlich mindestens 1 bis 2 Treffen innerhalb der nationalen Cluster. Die Aufgabe von BIM Deutschland, das ja 2020 den Auftrag erhalten hat, mehr oder weniger die ganzen BIM-Bewegungen innerhalb Deutschlands zu kanalisieren und, sagen wir mal, zu standardisieren, was in dem Umgang vielleicht ein falscher Terminus ist. Aber die Cluster unter sich haben eine lose Vereinbarung getroffen, dass sie sich austauschen, dass sie in ihrer Tätigkeit sich soweit mal abstimmen, eine Kooperationsvereinbarung in dem Fall gibt es nicht. Und ich denke, das ist auch erstmal der richtige Weg. BIM Deutschland hat den Auftrag auch ein Stück weit wieder zurückgenommen, dass sie hier irgendwie eine Standardisierung über die Cluster etablieren möchte, weil sie auch vielleicht gemerkt haben, dass dieser Freiheitsgrad genau der ist, der halt die Cluster am Leben erhält und sie auch aktiv in die Kraft bringt. Zu deiner Frage, ob es Kooperation unter den Unternehmen gibt, im Cluster ganz klar, ja, natürlich, das ist ja auch gewollt, das ist ja Sinn und Zweck des Netzwerkens. Und über die Clustergrenzen, sage ich jetzt mal von Baden-Württemberg hinweg, ja, gibt es auch schon die ersten gemeinsamen Aktivitäten, dass man auch politisch eine gewisse Agenda zusammen artikuliert. Das findet permanent statt, würde ich jetzt mal sagen, mal in einer größeren Runde und mal in einer kleineren Runde. Und ganz sicher ist auch, das sage ich immer so ein bisschen flapsig, wer halt BIM sagt, muss Normierung denken. Das ist auch ein Punkt, der vielleicht die letzten paar Jahre mit dem Thema Digitalisierung und BIM auf einmal Einzug gehalten hat. Wir haben im Zuge dieser Digitalisierung einfach eine Normierungstätigkeit. Die Normierungstätigkeit ist notwendig und wir sind in Deutschland halt kein Inselstaat mehr in der Baubranche, sondern wir werden auch über die ZEN-Normierung in dem Thema sehr, sehr beeinflusst und getrieben. Und da sehe ich auf jeden Fall noch einen großen offenen Punkt, dass sich da die deutsche Bauwirtschaft, sage ich jetzt mal, mehr einheitlich dazu ausgibt und auch mehr Engagement zeigt, einfach um dieses sehr, sehr solide und sehr, sehr gute Architektur- und Ingenieurswissen aus unserer Branche auch entsprechend auf europäischer Ebene, also in Brüssel halt einzubringen, dass wir hier nicht nur Empfänger sind, sondern dass wir Gestalter sind. Frei nach diesem Treso-Motto halt machen, ja, und gestalten, dass wir uns da viel, viel mehr einbringen.
diese Gestaltungsfähigkeit, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt spricht man ja immer von diesem Thema zukunftsfähiges Bauen. Würdet ihr euch da als Cluster, auch als Treiber dieser Digitalisierung in der Bau- und Immobilienbranche bezeichnen? Und wenn ja, welche Botschaften verfolgt ihr da und auch welche Ziele? Treiber, ja, ist auch ein sehr, sehr häufig benutztes Wort. Ist man Treiber? Ich finde, das Wort Treiber führt in die Richtung, dass man irgendetwas natürlich treibt, also irgendjemand vielleicht auch pusht. Es ist bestimmt eine Push-Funktion da, aber genauso eine Pull-Funktion bei uns da. Wir wollen mehr oder weniger ja einerseits die Innovationen sichtbar machen, die schon da sind. Das heißt, wir wollen eine offene Kommunikationskultur etablieren. Und andererseits wollen wir natürlich auch versuchen, ein gewisses Statement nach außen zu geben. Also ist natürlich einerseits mal zum Auftraggeber hin, aber wie ich vorher schon gesagt habe, bei so einer kooperativen Haltung und auch im Cluster sind sehr, sehr viele Auftraggeber dabei, bringt es nichts, nur eine ganze Zeit eine Messe zu lesen, sondern man muss halt auch mehr oder weniger nach der Kirche dann beim Kaffeekränzchen zusammensitzen und halt über mögliche Lösungswege zu suchen, weil, und um deine Frage zu beantworten, wir sehen uns weniger als Treiber, eher als Vermittler. Vermittler würde mir viel, viel mehr entgegenkommen. Vermittler für Ideen, Vermittler für Innovation und Vermittler auch, um einfach die Personen untereinander sichtbarer zu machen. Ich denke gerade, du bist ja auch mit deinem Studium gerade noch gerade so fertig geworden und machst ja noch ein weiteres Studium, wie ich weiß. Für diese Jungen muss das Thema bereitet werden. Das heißt, auch für uns als Cluster ist es unglaublich wichtig, dass wir hier eine Heimat bieten können für junge Ingenieure, junge Architekten oder Softwareentwickler, dass die einerseits die Erfahrung mitnehmen können, die vielleicht da ist, und andererseits neue Ideen mit reinbringen können. Das Thema gehört einfach in jungen Händen und junge Köpfe. Das ist kein Thema, das ich jetzt nur noch mehr oder weniger abwickeln möchte, sondern das Thema, das entwickelt sich noch. Das heißt, das Thema braucht Gestalter und diese Gestalter und Gestalterinnen, die brauchen, ein Umfeld, wo sie sich auch ausleben können. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kommuniziert man das? Also wie kann man denn überhaupt auf euch aufmerksam werden? Ihr habt ja Events, darunter zum Beispiel der BIM Award, der jetzt auch wieder in diesem Jahr ausgerufen wurde. Jetzt findet er ja schon zum dritten Mal statt. Was habt ihr denn auf Veranstaltungen so für Publikum? Also für wen ist das gemacht und wie organisiert sich der BIM Cluster? Ich gehe mal mit der Organisationsfrage kurz schon vorne weg. So ein Netzwerk zu organisieren, ist ehrenamtliche Tätigkeit. Als wir angefangen haben, waren wir mehr oder weniger nur Unternehmen und jedes Unternehmen hat sein Engagement in die Waagschale geworfen. Das hat vielleicht am Anfang eher so einen Charakter gehabt von, man geht zusammen essen, tauscht sich aus, sagt, Mensch, hier habe ich ein tolles Thema, hier habe ich ein tolles Projekt, vielleicht mit einem Partner aus dem Netzwerk zusammen. Lass uns das mal vorstellen, eine Abendveranstaltung. Nur über die Entwicklung hinweg wurde das immer professioneller. Der Anspruch innerhalb des Netzwerks wurde deutlicher nach oben geschraubt. Das heißt, man wollte auch eine gewisse Marke natürlich nach außen bringen, um einfach den Mitgliedern, die dann, wir sind in einen Verein übergegangen, auch eine gewisse Resonanzfläche zu bilden. Ja, also einerseits neutral aufzutreten als Verein jetzt, als BIM Cluster Baden-Württemberg Verein und andererseits natürlich als offenes Netzwerk. Und auch jetzt leben wir einfach ganz klar noch von dem Engagement der Mitglieder. Und es bietet nämlich genau der Punkt, wo du drauf angesprochen hast, wie kann man mitwirken? Man kann grundsätzlich mitwirken. Und es ist uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht in solchen ganz, ganz starren Fachschalen verbleiben und sagen, wir geben jetzt hier nur Arbeitsaufträge an die Mitglieder raus und die müssen dann irgendwelche Formate entwickeln oder irgendwelche Workflows definieren. Das ist jetzt aktuell noch nicht unser Schwerpunkt. Wir merken aber zunehmend, dass die Anforderungen von den Mitgliedern in die Richtung gehen. Und das ist auch eine ganz gute Tendenz. Wir wollen keine Konkurrenz zu etablierten Verbänden schaffen, wie jetzt der VDI, der ja genau solche Tätigkeiten ja auch macht, ja, dass ich im VDI dann in einen gewissen Fachbereich reingehe oder bei Building Smart in einen gewissen Fachbereich reingehe und genau so ein Thema dann nach vorne bringen will.
Das werden wir wahrscheinlich auch nicht werden. So sieht es gerade auch nicht aus. Aber dennoch ist einfach aufgrund der Größe und der Mitglieder, was uns freut, ein gewisser Schwerpunkt jetzt einfach da. Wir haben viele Unternehmen, die im Infrastrukturbereich tätig sind, Planer, Bauherren, und die kommen jetzt schon und sagen, wir würden gern zu dem Thema einfach ein bisschen weitergehen, ein paar Schritte weitermachen. Uns ist das jetzt zu wenig noch. Und das ist natürlich super, weil das Engagement muss man dann in dem Fall nur noch öffnen und kanalisieren. Und ich merke auch zunehmend, unsere Vorstandstätigkeit nimmt mehr und mehr Raum ein. Es ist nur noch schwer, über eine ehrenamtliche Tätigkeit abzuwickeln. Das heißt auch, wir haben mittlerweile schon Teilzeitbeschäftigte bei uns im Cluster mit drin, um einfach so organisatorische Themen sicher abarbeiten zu können. Ja. Und Mitglied kann grundsätzlich jeder werden. Also jeder, der deinen Podcast hört und Interesse dran hat, auf unserer Homepage, das ist eher so eine Landingpage, gibt es zumindest alle News, die jetzt gerade so stattfinden. Aber ein großer Part ist bei uns eigentlich das Netzwerk LinkedIn. Da haben wir genauso eine Firmen-Homepage auf der Plattform und haben Gruppen, eine Gruppe, wo man diskutieren kann. Ja, aber das ist noch auszuweiten, klar. Also da sollten wir auch noch und werden wir auch noch hoffentlich mehr machen. Was sind denn das dann jetzt für Mitglieder? Also sind es mittelständische Unternehmen oder sind es Unternehmen, größere Unternehmen wie Dres & Sommer? Kann ich da als Zwei-Mann-Planerbüro mit reingehen? Oder wie divers ist denn diese Mitglieder? Und wie sehr freut ihr euch auch auf vielleicht Leute, die noch gar nicht so weit sind im Bereich der Digitalisierung? Seid ihr dafür offen oder sind das alles Leute, die BIM schon total verstanden haben? Die sind ganz weit in der Digitalisierung und freuen sich eigentlich nur über den Austausch. Also seid ihr auch bereit, aufzubauen? Aufbauen entsteht durch Engagement, denke ich mal, und Austausch. Wir haben als Extrembeispiel zum Beispiel eine Privatperson dabei, eine junge Studentin, und wir haben auch das Verkehrsministerium dabei. Und ich meine, wenn ich dann in so ein Netzwerk reingehe, dann ist es halt dann so, dass alle in dem Fall halt gleich sind und sich gleich austauschen. Und da kann es auch durchaus zu solchen Situationen kommen, dass dann vielleicht eine Führungskraft aus so einem ganz, ganz großen Verwaltungsorgan sich dann die Infos halt von der jungen Studentin holt, weil die halt viel, viel näher an dem Thema dran ist. Und gleichzeitig kann das auch sein, dass die eine Person erkennt, Mensch, das ist ja für mich ein total interessanter Arbeitgeber. Oder dieses Büro X oder Y, die hat ein Thema gerade entwickelt oder sind da gerade dabei oder haben die ersten Projekterfolge gemacht. Das trifft sich fast zu 100% mit dem Thema, das ich gerade selber mir vorstelle. Und so entstehen dann aus dem Netzwerk heraus dann Impulse, aus Kleingruppen heraus, die dann sehr tolle Blüten treiben können. Also so sollte ein Netzwerk funktionieren, und wir tun als Vorstand hoffentlich alles dafür, dass genau diese Biosphäre, wie man umgangssprachlich sagt, vorhanden ist. Aber das zeigt ja dann doch auch, dass ihr ziemlich die Diversität auch fördert und fordert, also dass ihr auch dafür offen seid und das eigentlich auch pusht. Jetzt hast du gesagt, Studentinnen sind mit dabei. Ich selbst bin ja auch als Studentin in den BIM-Cluster reingekommen und habe davon sehr profitiert. Inwieweit arbeitet der Cluster denn überhaupt mit Universitäten und Hochschulen zusammen? Also gibt es da Verbindungen, dass die Studenten darauf vielleicht auch aufmerksam werden? Ja, es sind schon zwei Universitäten Mitglied, und es wird jetzt auch nächstes Jahr nochmal bis dato ein Kooperationspartner dazukommen, und das freut uns ganz, ganz sehr. Das ist nämlich die virtuelle Akademie A6, die über ein PPP-Projekt von Hochtief und Bunte in Stuttgart auch schon seit 3 Jahren einen studentischen Preis immer wieder ausgibt, und da dieses Konstrukt aus den Hochschulen heraus initiiert, mit den Firmen zusammen eigentlich den Zugang für die Studenten zu dem Projekt ermöglichen sollte, Entität hat. Also das läuft nächstes Jahr aus, diese Organisationsform. Und die suchen jetzt gerade einen Nachfolger oder haben Nachfolger gesucht. Und durch die
bis dato entstandene Kooperation, haben sie dann entschieden, ja wunderbar, dann gehen wir an dem Cluster mehr oder weniger auf. So ist gerade der Stand. Also wir werden dann nächstes Jahr dann auch die weiteren Hochschulen, die über dieses virtuelle Akademie schon da sind, auch hoffentlich im Cluster dann einheitlich begrüßen können. Und dadurch hoffen wir natürlich auch einfach, diesen Zugang für Studenten und für Hochschulen zu erleichtern und auch unseren Unternehmen, die ja ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, frühzeitig mit den Hochschulen in Kontakt zu kommen, weil es einfach ein Mitarbeiterthema ist. Das ist ein unglaubliches Mitarbeiterthema. Genau. Und doch mehr, dass wir da nächstes Jahr mit der virtuellen Akademie, wenn wir dann verschmelzen, das einfach noch breiter für die Studenten bereitstellen können. Jetzt warst du ja selber auch mal an der Hochschule für Technik Lehrbeauftragter im Bereich International Project Management bis 2018. Jetzt sagst du gerade, das Thema junge Leute fördern, junge Leute voranbringen, in die Unternehmen auch einbinden, frühzeitig auch vielleicht erkennen, wo Potenziale entstehen. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht mit Studenten? Inwieweit sind die denn von der Hochschule her auch unterstützt oder schaffen diese Schritte, sind neugierig, interessiert? Oder wie würdest du sagen, gibt es denn Nachwuchs? Ist da ein guter Nährboden auch da, um Studenten zu fördern? Ich denke, das Thema Digitalisierung, ich nenne es jetzt einfach mal Digitalisierung, ob es jetzt BIM ist oder Digitalisierung, das ist das Hauptthema, gerade würde ich mal so sagen, an den Hochschulen. Das ist einfach ein sehr, sehr attraktives Umfeld. Das Wissen ist bei den meisten Studenten sehr, sehr ausgeprägt. Bei dem Masterstudiengang, wo ich diese Dozententätigkeit hatte und selber ja auch studiert habe, da gibt es einen sehr, sehr großen internationalen Anteil. Das heißt, da sind viele aus Middle East dabei oder aus Indien. Und da merkt man natürlich auch in der Diskussion mit den Studenten, dass die schon teilweise wirklich weit, weit vor dem sind, was man mehr oder weniger als Dozent reingibt in diese Vorlesung. Die Fragen waren wirklich teilweise sehr, sehr schwierig. Und ich denke, das Thema Hochschulausbildung ist einfach eine Herkulesaufgabe für die Hochschulen im Ganzen, weil es gerade einen sehr, sehr starken Konkurrenzkampf einfach auf den Personalien gibt. Und da ist es halt so, dass die Wirtschaft einfach sehr, sehr attraktive Angebote machen kann. Das heißt, die Firmen, die sich vor 4-5 Jahren auf diesen Weg gemacht haben, die haben einfach sich die sehr, sehr guten Leute vom Markt geholt. Und die wissen jetzt um diesen Wert und halten die natürlich, was gleichzeitig für die Hochschulen oder für die Universitäten natürlich die Herausforderung darstellt, wie bringe ich solche Köpfe wieder zu mir an die Hochschule zurück, um einfach auch einen gewissen Außendarstellung zu haben. Und ergänzend kommt hinzu, dass wie bei einem Unternehmen halt auch so sich eine Hochschule auf so eine Digitalisierungstendenz, also so eine Transformation auch einstellen muss. Das heißt, die Lehrpläne, das ganze Personal drumherum, auch die Technik vielleicht, die muss sich innerhalb kürzester Zeit eigentlich ändern. Und das tut sie halt nicht, drum ist immer gerade wieder noch die Forderung im Raum, die Hochschulen müssen hier mehr tun, die müssen hier bessere Ausbildung bringen. Wir brauchen besser ausgebildete Bachelor- und Masterstudenten in dem Bereich. Und da gibt es KIT in Karlsruhe, die da schon sehr, sehr viel machen als ein Beispiel, oder die Uni Stuttgart, natürlich TU München oder Darmstadt. Es gibt, wenn man über die letzten 4-5 Jahre hinweg sieht, sehr, sehr klare Tendenzen, wo auch Schwerpunkte schon entstehen, also auch Hochschulschwerpunkte entstehen. Man sieht aber auch, dass sich viele etablierte Hochschulen jetzt wirklich auf diesen Weg gemacht haben und auch hier versuchen, einfach bessere Vorlesungsinhalte mit reinzubekommen. Und auch da ist es auch wieder so, dass der Netzwerk aus dem BIM-Cluster heraus immer wieder die Möglichkeit natürlich auch wieder bietet, für die Hochschulen zu sagen, ah Mensch, hier habe ich ja jemanden, der hat ein tolles Projekt oder das Büro hat hier eine tolle Entwicklung, ich kann hier auch wieder Dozenten für meine Hochschule gewinnen. Also von dem her, ich sehe diesem Ausbildungsweg, der die nächsten paar Jahre noch kommen wird, sehe ich eigentlich positiv hingegen. Ich glaube, das wird einfach, weil das Thema attraktiv wirkt, dazu führen, dass die Hochschulen sich noch mehr in das Thema reinknien werden
um einfach in ihrem Wettbewerb, den sie ja haben, noch besser dazustehen. Jetzt hast du gerade gesagt, Studenten machen sich eigentlich fast auf den Weg. Es gibt Potenzial da. Die Hochschulen müssen sich auch auf diesen Weg der digitalen Transformation in der Baubranche machen. Welche Erfahrung würdest du denn aus deiner heutigen Sicht den Studenten mitgeben und sagen, selbst wenn ihr jetzt etwas studiert, was vielleicht weniger mit Digitalisierung zu tun habt, was muss ich tun, um überhaupt zu erkennen, was gibt es für Potenziale? Ja, wenn man das immer so genau weiß. Also ich denke, die Frage ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich selbst oft überrascht bin von Ideen, die mir vorgestellt werden, wie sie sich dann doch entwickeln. Also wenn ich mir jetzt so ein bisschen bei dir das anschaue, mit was für ein Thema du jetzt auf einmal aus diesem Thema der Digitalisierung mit diesem Podcast hier unterwegs bist, das finde ich super. Also man muss eigentlich, denke ich, den jungen Leuten eine Referenz bieten, mehr oder weniger eine Diskussionsreferenz bieten und dann an ihre Ideen glauben und investieren. Und es muss nicht immer monetär sein, also vor allem nicht nur monetär, sondern einfach auch Entwicklungschancen aufzeigen. Und oder einfach als Pate in einem Interview mal bereitstehen. Ich glaube, da ist schon viel geholfen. Und ich weiß noch, als ich noch studiert habe, hatte ich mich damals mit einem ausgetauscht, der auch an der Hochschule Ingenieurswesen studiert hat. Und er hat mir damals gesagt, alles, was ich studiert habe, ist heute für meine Arbeit total irrelevant. Der war dann bei der europäischen Raumfahrt tätig und hat einen ganz anderen Bereich bearbeitet, also war weit weg von seinem Ingenieursthema eigentlich grundsätzlich. Und so sehe ich es bei mir ja auch. Also ich bin jetzt nicht mehr in der ordinären Projektsteuerung unterwegs, sondern ich sitze jetzt auf einmal mit skandinavischen Softwareentwicklern zusammen und unterhalte mich über die Implementierung von Maschinendaten. Das ist natürlich etwas, was ich im Studium nie gehabt habe und wahrscheinlich auch nie Studieninhalt sein kann. So genau kann das Studiumkonzept gar nicht ausgelegt werden. Ich denke, für die Studenten ist einfach oder für die jung angehende Ingenieurinnen und Ingenieure sollte es wichtig sein, dass sie sich vernetzen. Das glaube ich einfach ist so das Beste. Auch wenn sie schon in einer Firma drin sind, sich noch vernetzen, nicht nur intern in der Firma vernetzen, sondern darüber hinaus vernetzen. Das ist auch das, was ich meinen Studenten bei Dreso eigentlich immer wieder mitgebe. Vernetzt euch früh, geht früh raus, scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen, scheut euch nicht, eure Ideen zu artikulieren. Das ist genau das, um was es eigentlich geht. Also man muss hier nicht die ganze Zeit nur das vorbeten, was man schon kennt, sondern man muss neue Ideen entwickeln und dafür auch den Mut haben. Also das ist genau die Zeit, wo man genau solche Ideen entwickeln sollte, finde ich. Dafür brauchst du natürlich aber auch immer den Raum. Und das habe ich jetzt schon so rausgehört, natürlich, dass dieses auch Raum geben für diese Entwicklung, für junge Studenten oder Berufseinsteiger, egal jetzt mal unabhängig in welchem Unternehmen diese anfangen. Jetzt hast du auch das Thema Vernetzen nochmal genannt. Also schlagen wir nochmal den Punkt zum Thema BIM-Cluster, BIM Award 2021. Könnte ich denn jetzt auch als Student ein Projekt einreichen oder beziehungsweise wer ist denn damit angesprochen? Also nach welchen Projekten sucht ihr denn? Unser Motto ist wie beim den ersten zweimal aus dem Land fürs Land. Uns geht es einfach um einen gewissen regionalen Charakter. Das sind wir und das möchten wir eigentlich auch so vertreten. Dann ist der Slogan für dieses Jahr, ich denke, also bin ich. Und mitmachen kann im Prinzip jeder. Und für die Studenten ist jede Arbeit einreichbar, die sich in dem Thema Digitalisierung halt einfach umtut. Ob es ein gut ausgearbeiteter Workshop-Konzept ist, um irgendwelche AIAs oder BAPs aufzuarbeiten, bis hin zu feinsten Justierungen beim IFC-Alignment. Schlag mal noch mal ganz kurz nach. Was ist denn AIA? Was ist denn ein BAP? Nur, dass wir da das vielleicht abholen, im Fall der ein oder andere das noch nicht weiß. AIA, also Auftraggeber-Informationsanforderung, ist eingehend bei einem BIM-Projekt einfach das Anforderungsprofil an Informationen, die das Projekt in dem Fall benötigt, ganz grob gesagt. Und der BAP ist der BIM-Abwicklungsplan, also Lasten- und Pflichtenheft sozusagen. Da artikuliert sich dann das Planungsteam
auch nicht ganz allein, in der Regel immer mit dem BIM-Manager, mit dem Auftraggeber zusammen, wie die Prozesse im Einzelnen in den Projekten ablaufen sollen. Okay, das heißt also auch, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bachelorarbeit geschrieben habe, eine Masterarbeit, die könnte ich auch zum Beispiel einreichen oder auch eine Projektarbeit? Klar, also in der Regel ist es ja auch so bei den studentischen Arbeiten, dass die entweder immer ein Research haben, also zum Thema einfach eine Ausarbeitung machen oder dann entsprechend über Projekte eine Vergleichbarkeit herstellen oder exemplarisch wirklich deep down dann in einem Projekt einen Prozess oder eine Arbeitsweise genauer erforscht und aufgearbeitet haben. Und das ist jetzt mal ganz grob gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch viel, viel weitere Themen gibt. Für uns ist es einfach nicht unbedingt der erste Punkt, dass wir Gewinner auszeichnen, sondern einfach auch die Möglichkeit bieten, dass hier Dinge sichtbar gemacht werden. Und das ist unser Anspruch. Wir wollen jetzt nicht unbedingt einen Gewinner auszeichnen, sondern einzureichen, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Und wir haben die Anforderung für die Einreichung so smart als möglich gestaltet, diese Themen einzureichen und dabei zu sein und zu sagen, hier bin ich, hier redet mit mir oder ich möchte zeigen, was ich kann. Das sollte eigentlich für jeden schon mal ein sehr, sehr guter Anreiz sein, unabhängig davon, was es dann zu gewinnen gibt. Das heißt, mitdenken, mitmachen, könnte man sozusagen das ein bisschen abstrahieren oder nochmal auf jeden Fall mitgeben. Was erwartet mich denn bei so einer Veranstaltung, beziehungsweise was ist es denn genau für eine Veranstaltung? Wir werden dieses Jahr, müssen wir einfach aufgrund der hiesigen Corona-Lage, werden wir auf eine hybride Veranstaltung gehen. Wir hatten die letzten anderthalb Jahre da schwer zu kämpfen, weil wir eigentlich von unserer Grundausrichtung immer gern eine Präsenzveranstaltung machen wollen, um es einfach besser zu machen, also in dem 1:1, in dem Gespräch, in dem Kaffee an der Theke oder an der Butterbrezel, danach ist es viel, viel einfacher. Dieses Jahr werden wir das in den Wagenhallen machen. Die Räumlichkeiten der Wagenhallen sind für uns ideal. Wir hoffen auch, dass die Rahmenbedingungen, sagen wir jetzt mal, aufgrund der Corona-Lage es so zulassen, dass wir hier ein relativ freies Konzept fahren können, werden aber bereiten uns jetzt schon auf den höchsten Standard vor, einfach, dass niemand bei uns sich da irgendwie Schaden nimmt auf der Veranstaltung. Und des Weiteren, und es ist ja auch unser Anspruch, diese Digitalisierung auch in unserem Format wiederzuspiegeln, wird es virtuelle Räume geben über die WonderMe-Plattform als ein Beispiel. Wir haben eine Moderatorin dabei, die auch dann in die virtuelle Räume noch reingehen wird. Und ja, die Tickets sind kostenlos, von dem her wollen wir da jetzt keine Hierarchie oder eine Besonderheit aufbauen. Das ist vielleicht der Anreiz, nochmal in den Wettbewerb zu gehen, weil natürlich die Nominierten dann eingeladen werden, direkt vor Ort und natürlich auch mit Videos und Interviews dann einfach auch diese Sichtbarkeit hergestellt werden kann. Also klar, es gibt einen Preis für die Studenten, das ist richtig, aber es ist auch ein Stück weit ein Preis, auf diese Präsenzveranstaltungen kommen zu können und Interviews geben zu können und sichtbar zu werden. Das ist eigentlich so der Anreiz, denke ich mal, was für viele auch nicht unattraktiv sein dürfte. Das heißt im Grunde wirklich hingehen, mitmischen, netzwerken, Netzwerk ausbauen, aber eben auch keine Scheu davor haben, vielleicht auf Unternehmen auch zuzugehen, egal in welche Hierarchie man sich befindet. Und dass gerade so Netzwerke eben wie der BIM-Cluster eigentlich ein offenes Netzwerk sind, so habe ich dich jetzt auch verstanden. Und dass ihr euch auch darüber freuen würdet, wenn diese Diversität noch mehr in eurem Cluster Einzug zieht. Ja, also ich bin relativ viel auf Veranstaltungen. Man könnte schon sagen, ich bin da fast schon ein bisschen Profi drin, auf Veranstaltungen zu gehen. Und dann schlage ich wieder ein bisschen den Sprung zurück mit 2014, zu den ersten Themen, auf die ersten Veranstaltungen gekommen bin. Da steht man am Anfang natürlich dann schon so mit seiner Kaffeetasse so in der verlorenen Ecke und fragt sich, da vorne ist jetzt jemand, mit dem würde ich echt sehr, sehr gern sprechen, aber wer bin ich denn, dass ich den jetzt da einfach mal drauf ansprechen kann? Dem einen liegt es eher, dem anderen liegt es eher weniger. Meine Erfahrung ist, dass den meisten es eher weniger liegt. Und um dem Rechnung zu tragen, machen wir es eigentlich bei uns im Cluster so, dass wir genau diese Anfangsphase, diesen
dieses Eisbrechen eigentlich ganz, ganz konstruktiv angehen. Da ist sich niemand zu schade. Vom Vorstand schnappt man sich dann die neuen Mitglieder, mehr oder weniger in der Hand, jetzt mit Sicherheitsabstand. Sagt man, Mensch, kommen Sie mal mit, zeige Ihnen jetzt mal ein paar Leute. Das ist bestimmt ganz interessant, wen wollen Sie denn kennenlernen? Also das ist eine Leistung oder beziehungsweise das ist unser Anspruch, dass wir genau für so junge, neue Mitglieder, ob es jetzt der Geschäftsführer von einer großen Firma ist oder die Studentin aus der Hochschule, dass sie sich wohlfühlen bei uns, dass sie gerne auf die Veranstaltung kommen, dass sie sich nicht verstecken müssen, sondern dass sie bei uns einen Raum finden, Leute kennenzulernen. Ja. Also das kann ich nur bestätigen. Meine erste Veranstaltung war beim BIM-Cluster in Züblin, hier ganz groß in Möhringen. Und da war es eine große Veranstaltung. Man hat diese riesen Leinwand gehabt, tolle Präsentation. Und da war man erstmal schon erschlagen. Ja? Und dann trifft man die einzelnen Charaktere. Und an dem Abend war ich noch gar nicht so in dem Netzwerk vielleicht drin, aber dann beim zweiten Mal, bei der zweiten Veranstaltung, weiß ich noch, haben wir dann auch miteinander mal gesprochen. Und dann läuft es auch so ganz natürlich, sage ich mal. Aber man muss sich natürlich auch überwinden, dahingehen, einfach mal reinmischen. Man kann sich ja auch jemanden mitnehmen. Aber ich habe das schon auch so empfunden, dass erstmal die Hürde eine größere ist, vielleicht in so einem Bereich, gerade wenn man so auch professionelle Vorträge etc. gehört hat und merkt, wie die Digitalisierung so voranschreitet und es wirkt alles total abgeschlossen. Würdest du denn sagen, Digitalisierung, ja, da sind wir auf einem guten Weg oder sagst du, da müssen wir noch ganz viele Steps gehen? Wie ist da deine Einschätzung und was würdest du auch sagen, brauchen wir da noch? Ja, ich habe in meinen Vorträgen habe ich immer noch ein Zitat drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von welchem globalen Firma das der CFO war. Der meinte, wir haben jetzt alle unsere Daten in die Cloud hochgeladen, sind wir jetzt digital. Ich glaube, das ist so, was der Engländer als Bias irgendwie bezeichnet. Digitalisierung ist nicht irgendwie die Daten nur digital vorzuhalten. Von dem her sind wir in einer Transformationsphase gerade. Und innerhalb dieser Transformationsphase ist für mich immer ganz, ganz arg wichtig. Und das versuche ich unseren Kunden und auch unseren Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder mitzugeben. Was ist eure Dringlichkeit in dieser Digitalisierung? Was ist eure Dringlichkeit? Also solange ich nicht weiß, warum ich das tue, ganz klar sagen kann, wir digitalisieren, weil wir einerseits Dinge, was Verschwendungen betrifft, reduzieren wollen und andererseits Möglichkeiten öffnen wollen. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann oder nicht felsenfest beantworten kann, dann bringt es mir ehrlich gesagt nichts, dass ich 3D-Modelle irgendwo auf dem Server liegen habe, weil dann kann ich genauso gut da 2D-Pläne ablegen. Also die Entwicklung ist diesbezüglich immer kritisch zu beäugen. Und ich denke, pauschal kann man sagen, sind wir gut vorangekommen, vor allem wenn man die letzten 4-5 Jahre anschaut. Wir sind auch gut vorangekommen und das sollte man auch an dieser Stelle erwähnen, weil sich größere öffentliche Auftraggeber, wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Bahn, da einfach klar positioniert haben. Es ist da einfach auch ein Stück weit eine gewisse Vorbildfunktion notwendig, wenn man auf den Bereich der Förderung schaut, denke ich, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Es geht manches nicht nur durch Geld, sondern es geht manches auch viel, viel besser vielleicht auch durch gewisse Rahmenbedingungen, die verbessert werden. Wir diskutieren schon länger das Thema Mehrparteienverträge, also Alignmentverträge. Es ist immer wieder ein Thema, das aufkommt. Schaut man in die hiesige Politik oder schaut man in die Forschungsaufträge rein, ist da eher weniger aus meiner Sicht gerade geschehen. Es ist ein klarer Punkt, den viele aus der Branche, die jetzt bei dem Thema schon lange dabei sind, gerne weitergetrieben haben wollen. Ich hatte ja auch vorher das Thema Normierung angesprochen und auch da, denke ich, ist noch Luft nach oben. Aber um dem Ganzen einen guten Abschluss geben zu wollen, weil dem auch so ist, ist die deutsche Bauindustrie oder der Bereich, den es betrifft, sehr, sehr agil auf das Thema eingestiegen, mit einem hohen Detaillierungsgrad, wie es uns üblich ist. Und da sind wir auch gut unterwegs.
Es geht hier, wie so oft, das Thema Made in Germany kann man hier schon vertreten, dass wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind. Aber dass ein Thema sein wird, das jetzt wirklich noch, ja, wahrscheinlich noch einfach 10, 15 Jahre so noch reifen muss, dass wir sagen können, wir sind jetzt hier da, wo wir sein wollen. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Jetzt haben wir heute gehört, es geht nicht darum, ein großes Unternehmen zu sein. Es geht nicht darum, jung, alt. Es geht nicht darum, wie weit wir bis jetzt sind, sondern eher, dass wir auch offen für neue Entwicklungen bleiben, auch neuen Entwicklungen Raum geben. Wir haben gehört, dass der BIM-Cluster oder die Cluster in ganz Deutschland da auch offen für sind und neue Ansätze auch gerne hören möchten, egal aus mittelständischen Unternehmen oder größeren Unternehmen. Und jetzt haben wir ja sehr viel über eben eure Struktur auch gehört. Für dich jetzt noch, jetzt habe ich am Anfang gefragt, was war deine heutige Herausforderung? Was wird denn deine Herausforderung für morgen sein? Ich denke, die Herausforderung für morgen ist ganz offen gesprochen die aktuelle Situation, Arbeitsleben, Digitalisierung, familiäre Rahmenbedingungen einfach unter den Hut zu bekommen. Das heißt, wir leben eigentlich in einer Welt, die geprägt ist durch eine hohe Volatilität, vor allem gerade durch eine hohe Unsicherheit, durch eine zunehmende Komplexität. Das spiegelt sich, denke ich, auch in dem Thema BIM sehr, sehr wider. Und durch eine gewisse Ambiguität, also eine Doppeldeutigkeit. Auch das ist so ein typisches Phänomen der Digitalisierung oder von BIM, dass man gern sich über Akronyme und die Bedeutung darüber unterhält. Und ich für mich nutze diese VUCA-Welt. Das ist ein Thema aus dem Change Management. Gern mir immer wieder mir selbst dieses Thema zu spiegeln. Das heißt, was ist meine Vision? Was ist meine Aufgabe? Wie klar kann ich artikulieren? Wie kann ich Doppeldeutigkeiten reduzieren? Und ich denke, das ist nicht nur meine Aufgabe für morgen, sondern das ist halt auch so mein Weg, diese VUCA-Welt für mich und meine Mitarbeiter und Kollegen und auch fürs Netzwerk zu verbessern. Ich denke, das ist ein Anspruch, dem ich jetzt mich morgen und zukünftig stellen möchte und werde. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Report. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dirk Holzmann, der nicht nur Erfahrung aus jahrelanger Architektenrolle mitbringt, sondern auch aktiver BIM-Manager in zahlreichen Hochbauprojekten ist. Wir sprechen darüber, welche Unterschiede es in BIM-Projekten gibt und welche Herausforderungen er aus seiner täglichen Arbeit kennt. Zudem verfolgt Dirk Holzmann ganz klare Botschaften, wenn es darum geht, sich neue Kenntnisse anzueignen und den Weg der Digitalisierung nachhaltig zu beschreiten. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.